Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch heute wieder hier bei der Akademie Graz. Ich freue mich hier ganz besonders, meine liebe Kollegin, die Frau Rechtsanwältin Christel Steinmann, heute mit an Bord zu haben. Meine liebe Kollegin ist nämlich hier auf besonderen Füßen unterwegs, in dem Sinne, dass sie nämlich Prüferin beim Justizprüfungsamt auch war, über viele Jahre, heute bei uns seit vielen Jahren als Dozentin tätig, insbesondere in Leipzig, aber auch viel mit Online-Unterricht und kann da natürlich viel Erfahrung mitgeben aus der Prüfertätigkeit, aber vor allem auch aus der jahrelangen Unterrichtspraxis. Ganz, ganz wichtig ist im Vorgespräch, das vor jeder Prüfung stattfindet, mit dem Vorsitzenden. Dem Vorsitzenden klar mitzuteilen, wo möchte ich hingeprüft werden. Also keine falsche Bescheidenheit an dieser Stelle. Wenn ich mit 3,5 Punkten da reinkomme, dann möchte ich auf die 6 geprüft werden. Es muss natürlich realistisch bleiben. Ja? Ich kann da nicht mit 3,5 rein und sagen, ich will jetzt ein Prädikat. Das funktioniert nicht. Ja, wenn ich da mit einer 7,5 reinkomme, dann kann ich durchaus sagen, ich will zum Prädikat geprüft werden. Wenn der Vorsitzende das weiß, dann kann er das der Prüfungskommission, also den Leuten, die dort sitzen, selbst im Vorgespräch mitteilen. Und dann können sich alle auch darauf einstellen, die Fragen dahingehend auch einstellen und dahingehend prüfen. Und ich habe es wirklich in 80 bis 90% der Fälle erlebt, dass letztendlich auch die Note herauskam, die vorher bestellt wurde. Ja? Aber, ganz großes Aber, man erwartet auch eine Leistung dahinter. Also es ist nicht so, dass es ein Wunschkonzert ist, das ist es nicht. Ja. Man erwartet natürlich die Leistung dahinter. So, das vorweggeschickt, also keine Angst vor den Prüfern, das sind alles Menschen, muss ich immer wieder sagen, die Aufregung muss sein, wir brauchen eine bestimmte Adrenalinhöhe, damit wir eine Leistung bringen, aber runterkommen. So, da sind wir mit am Anfang. Die Prüfung fängt nicht an, wenn die erste Frage kommt, sondern die Prüfung fängt an, wenn die Prüflinge die Tür aufmachen und den Prüfungsraum betreten. Da fängt die erste Sekunde der Prüfung an, da bekommen die Prüfer den ersten Eindruck. Der erste Eindruck wird über das Auftreten vermittelt und über die Kleidung vermittelt. Ja, die Juristinnen und Juristen, die dort in der Prüfung sitzen, haben sich für einen konservativen Beruf entschieden. Das bedeutet... Nicht als Punker auftreten, ja. Bitte vermeiden, ja. Konservative Kleidung tragen, ja. Diesen konservativen Kleidungsstil aufzubrechen, ja, dazu hat man immer noch genug Zeit. Die Prüfung ist nicht der richtige Ort dafür, Punkt. Ja. Das bedeutet für die Herren einen netten Anzug, ein nettes, sauberes Hemd, ja, ich spreche aus Erfahrung, meinetwegen Krawatte, Geschmackssache. Ja. Für die Damen bedeutet das entweder ein Anzug oder ein Kostüm und bitte den Rock über die Knie. Ja, über die Knie. Dann auch für die Damen, wenn man sich schminkt, bitte nicht in den Schminktopf fallen. Ja, wir sind nicht im Club, wir sind bei der Prüfung. Ja. Schmuck, der nicht aufdrängt, sondern einfach nett das Aussehen begleitet. Und für die Damen und Herren gilt für beide Geschlechter. Wir sind auch nicht im Parfümshop. Ja. Lassen Sie die Prüfer atmen, lassen Sie sich selbst atmen, dezent auftragen. Auch das hat man schon erlebt. Ja. Da fällt mir gerade was ein, hat nicht Coco Chanel immer gesagt, man ist dann gut gekleidet, wenn man nicht auf die Kleidung guckt, sondern die Person anschaut? Genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Das ist aber tatsächlich auch schon der erste Eindruck, der ist wichtig. Absolut. Ja, und dann muss oder dann kann ich nur empfehlen, dass man den Prüfungsraum selbstbewusst betritt. Das bedeutet, wenn man seine Gesetze schleppt, dann schleppt man sie nicht vor dem Gesicht und versteckt sich dahinter, sondern je nachdem, wenn man diesen typischen Waschkorb haben, den immer alle hatten, ja, vor dem Körper. Freundliches Gesicht,
langsam reingehen, auf keinen Fall auf den Platz huschen. Das können Frauen sehr gut, weil wir es leider so gelernt haben. Wir verstecken uns, wir huschen auf den Platz, wir kommen mit unserer Stimme weit nach oben, wir ziehen unseren Körper zusammen. Das sind alles Signale, die erstmal negativ wirken. Sowas kann man alles im Vorfeld üben. Ja, da sollte man sich einfach mal ein Buch nehmen oder im Internet unterwegs sein. Es gibt viel, viel Seiten, die sich damit beschäftigen. Wenn auch du dich erfolgreich auf deine Grundsemesterklausuren, Hauptsemesterklausuren, dein erstes Staatsexamen oder sogar schon dein zweites Staatsexamen vorbereiten möchtest, und zwar mit Hilfe unseres effektiven Einzelunterrichtes oder vielleicht sogar in der kleinen Gruppe, wende dich gerne an uns für einen kostenfreien Beratungstermin oder eine kostenlose Probestunde. Immer, ja, nette Begrüßung, das erwartet man natürlich auch von den Teilnehmern. Ja, und dann findet das Prüfungsgespräch statt. Es ist meistens so, dass ein Sachverhalt vorgestellt wird von einem der Prüfer. Der Sachverhalt, ich kann es nur empfehlen, dass man den Sachverhalt mitschreibt. Und jetzt erst, Vorsicht, erster wichtiger Hinweis. Wenn der Sachverhalt nicht verstanden worden ist, sofort nachfragen. Weil man arbeitet jetzt die nächsten 10 bis 20 Minuten mit diesem Sachverhalt. Als negativ bewertet, im Gegenteil, das Nachfragen wird unter aktive Mitarbeit verbucht. Es ist völlig normal, dass man im Gespräch nicht alles das mitbekommt, was der Prüfer da gerade sagt. Besonders in der Situation, in der sich da der Prüfling gerade befindet und der dem Prüfer auch bewusst ist. Ja? Wenn man dann immer noch nicht verstanden hat, kann man gerne nochmal nachfragen. Aber im dritten Mal sollte man es verstanden haben. Ja, also Ohren auf, Stift gespitzt, mitgeschrieben. Wenn man geprüft wurde oder währenddessen man geprüft wird, dass man denkt, jetzt habe ich aber hier, jetzt erzähle ich Mist, ich weiß es nicht, das blockiert. Und letztendlich kann man in dieser Situation auch nicht wirklich die eigene Leistung bewerten. Dafür sind wir da oder dafür sind die Prüfer da. Vom Gesicht des Prüfers oder von der Haltung ablesen zu wollen, wie gut oder wie schlecht bin ich gerade. Ja, viele Prüfer haben das typische Pokerface, die geben es nicht zu erkennen. Was vielleicht so relativ tödlich ist, einfach nichts zu sagen. Ja? Ja. Einfach nichts zu sagen, einfach die Prüfer anzugucken und dann halt wirklich versuchen, sich mit den Vehikelchen, die du gerade sehr schön benannt hast, dann zu helfen. Das ist so schwierig, wenn der Prüfling nichts sagt. Man weiß nicht, wo man ansetzen soll. Ja, das bringt auch den Prüfer in eine ganz blöde Situation. Man kann nicht helfen, man will helfen. Derjenige, der gerade vor mir sitzt oder diejenige ist, die tatsächlich fähig, später in ihrem Beruf eine ordentliche Leistung zu erbringen. Und gerade als Anwalt gehört es zum Berufsbild dazu, dass ich meinen Mandanten beruhige, bevor wir vor Gericht gehen. Dass ich die Ruhe ausstrahle. Die Mandanten, die es nicht gewohnt sind, also ich rede jetzt hier wirklich von ganz normalen Leuten von der Straße, die es einfach nicht gewohnt sind vor Gericht. Die sind aufgeregt, ja, können nächtelang schon vorher nicht schlafen, wenn es heißt, es geht vor Gericht. Also ist ein Stück weit meine Rolle, da eine Ruhe reinzubringen. Und das bringe ich über meine Körpersprache rein, indem ich selber ruhig bin. Ja? Mhm. Wie es innen aussieht, das ist eine ganz andere Sache. Nach außen muss ich diese Ruhe ausstrahlen. Und das ist auch eine Sache, wo der Prüfer hinguckt, ja, wird diese Ruhe ausgestrahlt. Ne? Nicht die Schläfrigkeit. Das ist ein Unterschied. Ruhe und Schläfrigkeit ist ein Unterschied. Ne? Ja. Es ist eine aktive Ruhe, die man ausstrahlt. Ja, ganz vielen Dank erstmal an der Stelle. Wir sehen ja auch, dass das funktioniert an den Ergebnissen unserer Teilnehmer, die du ja hier auch schon seit vielen Jahren bei uns unterrichtest, die da in den wirklich überwiegenden Fällen da auch mit guten Ergebnissen nachher rauskommen. Und es ist einfach so, wie du sagst, dem ist auch meinerseits jetzt nichts hinzuzufügen. Ganz, ganz, ja, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer hier das ein oder andere für sich damit rausziehen können und ja, die Prüfung damit wuppen können. An alle Zuschauer, vielen Dank. Ja, schaut euch auch gerne hier mal mit oben im Kanal, ja, was es hier noch für Videos gibt mit vielen interessanten Themenbereichen. Und ja, bis demnächst und tschüss.